Was hat es mich gekostet, einen Tag in Monaco als Tourist zu essen? Die Stadt der Schönen und Reichen hat wirklich einiges zu bieten. Aber wie teuer ist es dort zu essen? Und sind die Gerichte ihren Preis wert? Mein Frühstück habe ich im Café de Paris vor dem wahrscheinlich berühmtesten Tourisport Monacos genossen, dem Casino. Dort zu sitzen hat aber auch seinen Preis. Mittelmäßige Croissants und ein guter Kaffee kosten gleich mal 13 Euro. Zum Mittagessen habe ich mir das berühmte Rampoldi ausgesucht. Es ist im Michelin Guide und direkt auf der Rennstrecke der Formel 1. Normale Gerichte gibt es da zwischen 30 und 50 Euro, wie zum Beispiel ein sehr leckeres Thunfisch-Carpaccio oder diese Nudeln mit Zucchini und Meeresfrüchten. Auch hier muss ich sagen, hatte ich schon mal bessere Pasta im Leben gehabt. Aber für den Vibe, in so einem Restaurant zu sitzen, lohnt es sich schon. Aber nicht alles ist in Monaco viel teurer. Die Kugel Eis kostet sogar in Deutschland mittlerweile 2 Euro. Aber hier bei uns kannst du das Eis aber nicht mit dem Blick auf den ganzen Hafen genießen.